Okay, und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Highlight des Monats. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Tut mir leid, dass Lotti sich nicht höflich in die Kamera setzt. Lottchen, du musst schon auch geradeaus gucken und nicht deinen Popo dahin zeigen. Das ist nicht nett. Ja, das einmal dazu. Ich habe heute einen Lesemonat für euch, beziehungsweise wieder die Lesemonate von, ich glaube, Mai und Juni zusammengefasst. Ich habe tatsächlich einiges gelesen und gehört, vor allem in den letzten Tagen, aber dazu kommen wir später nochmal. Ich hatte im April und im Mai ja einige Lesungen und bin dadurch auch eine ganze Menge Zug gefahren und total in den Bann gezogen hat mich. Und da sage ich ja auch, habe ich letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt, ich bin wirklich sehr spät dran, was diesen Hype angeht. Die Green Valley-Reihe von Lily Lucas. Ich hatte ehrlich gesagt eigentlich gar nicht so richtig vor, diese Bücher noch zu lesen. Vielleicht hatte ich sogar dieses Vorurteil, dass diese Bücher, dadurch, dass sie halt ja schon vor ein paar Jahren, also der erste Band erschienen ist, eher so in diese ältere New Adult-Schiene reinfallen, wo ja häufig so dieses Bad Boy, Good Girl Klischee ist. Und ich persönlich bin auch eigentlich kein Kleinstadtmensch. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, jemals in eine Kleinstadt zu ziehen. Was, glaube ich, daher kommt, dass ich es total liebe, in der Großstadt so anonym zu sein. Also halt immer so dieses, mich kennt hier niemand und ich kann so sein, wie ich will und niemand redet über mich und ich kann mich theoretisch auch jeden Tag verändern, weil es juckt niemanden. Also ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, irgendwie mal so in so einem ganz kleinen bayerischen Dorf zu wohnen, auch wenn ich weiß, dass viele das total gerne mögen. Und vielleicht hat mich das so ein bisschen abgeschreckt quasi vorher beim Lesen der Green Valley-Reihe, aber ich habe dem mega Unrecht getan. Und weil ich so viel Gutes gehört habe, habe ich dann halt doch angefangen und ich mochte den ersten Teil ja auch schon total gerne, auch wenn es da ja schon eher tendenziell eher Richtung Bad Boy und Good Girl geht. Aber da fand ich das tatsächlich auch gar nicht irgendwie so gesellschaftlich problematisch. Also ich finde, dass es trotzdem sehr gut dargestellt wurde und jetzt nicht auf so eine ungesunde After-Passion-Weise. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Dann habe ich irgendwann noch New Promises gelesen. Das mochte ich auch sehr gerne. Friends to Lovers ist aber zugegebenermaßen, auch wenn ich es selbst gerade geschrieben habe mit meinem dritten Band, tendenziell gar nicht unbedingt das Lieblings... nicht unbedingt mein Lieblingstrope, und ich glaube, dadurch ist dann halt kurz diese Pause entstanden. Und durch diese ganzen Zugfahrten bin ich dann wieder ins Game quasi eingestiegen. Das ist der dritte Teil. Und oh mein Gott, ich habe es bei BookBeat gehört und in den Rezensionen habe ich mehrfach gelesen, dass Leute gesagt haben, dass sie den Band am schwächsten fanden. Und ich zweifle jetzt langsam so ein bisschen an meinem Geschmack, beziehungsweise habe das Gefühl, dass ich das ganz anders sehe, weil ich war total verliebt in die Geschichte und ich fand auch, dass diese Geschichte irgendwie total interessant war, diese Ausgangssituation. Und zwar geht es hier um Ilara. Sie kommt neu nach Green Valley, weil sie ihre Großmutter dort besuchen möchte, beziehungsweise sie hat so Familienprobleme. Und dort lernt sie Noah kennen. Und das Problem bei Noah ist, dass er halt eine Freundin hat, die im Koma liegt, beziehungsweise theoretisch eine Ex-Freundin, die haben sich halt eben kurz davor getrennt. Aber sie liegt halt eben im Koma durch einen Unfall und er ist dadurch halt emotional nicht so wirklich verfügbar, spürt aber dennoch die Anziehung zu der Protagonistin. Und das ist tatsächlich ein Dilemma, mit dem ich mich selbst auch schon ganz häufig gequält habe. Also wie man mit so einer Situation umgeht. Ich sehe auf TikTok auch manchmal so Videos von wegen, wenn man sich wirklich liebt, dann wartet man. Aber ich frage mich dann wirklich immer, ob das eher sehr junge Leute sind, die das geschrieben haben. Weil ich persönlich würde zum Beispiel niemals wollen, dass, wenn mir was passiert, mein Freund halt bis zum Ende seines Lebens alleine bleiben würde, weil er das Gefühl hätte, irgendwie mir treu sein zu müssen. Ganz im Gegenteil, also ich würde mir persönlich immer wünschen, dass er wieder glücklich wird und er sich neu verliebt. Und das könnt ihr mir super gerne mal in die Kommentare schreiben, also wie ihr dazu steht. Ich finde allgemein, glaube ich, auch ganz schön, wenn in so New Adult Büchern solche Dinge thematisiert werden, die vielleicht nicht immer so hochromantisch sind, weil in der romantischsten Vorstellung ist die erste Liebe, mit der bleibt man immer zusammen. Aber das ist halt in den wenigsten Fällen so. Und dass es vielleicht auch mal um so Geschichten geht, eben, dass man sich mit Respekt begegnet, aber dass man merkt, okay, es hat nicht gepasst, aber das ist auch okay und man darf auch loslassen. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, also das Buch hat mich emotional echt aufgewühlt, obwohl die Green Valley Bücher an sich gar nicht so die emotionalsten Bücher sind, sondern eher so Wohlfühlgeschichten, hat jedes jedes Buch halt auch etwas Emotionales. Boah, ich glaube, das ist der Grund, weshalb ich so selten mehr Videos drehe, weil ich meine Dinge manchmal nicht, meine Dinge, weil ich meine Gefühle dann nicht in Worte fassen kann und sie nennt sich Autorin.
Genau, also grundsätzlich sind diese Green Valley Bücher, würde ich sagen, eher so ein Wohlfühl-Ding. Aber die haben halt trotzdem auch emotionale Themen mit drin, die nicht so im Fokus stehen, aber die mich doch bei jedem Buch auch berührt haben. Ich hoffe, dass ihr das irgendwie nachvollziehen könnt. Die sind super kurzweilig geschrieben, also die Kapitel sind immer kurz und das finde ich auch echt schön. Und was ich halt im echten Leben, wie gesagt, gar nicht mag, was ich aber in diesen Büchern unfassbar schön fand, war halt eben dieses Kleinstadtfeeling, dass man jeden Charakter kennt. Also ich habe wirklich das Gefühl, zwischenzeitlich dachte ich, ich möchte da wohnen, einfach nur, weil ich jetzt alle Charaktere kenne. Und das habe ich halt sonst eigentlich nicht. Genau, dann habe ich direkt weitergemacht. Passiert mir auch eigentlich super selten. Also normalerweise, ich bin niemand, der so eine ganze Reihe durchliest. Habe ich bei dem aber jetzt dann halt zuletzt gemacht, also die letzten Bände. Hier, ich glaube, das war dann, genau, New Horizons weitergemacht. Und da will ich euch jetzt nicht zu viel spoilern, weil ich würde euch den Klappentext empfehlen, gar nicht durchzulesen, weil der dann tatsächlich ein bisschen auf New Dreams aufbaut. Deswegen, ja, sage ich da halt jetzt nichts zu. Ich kann höchstens noch sagen, dass der Protagonist hier ein Hollywood-Star ist. Das finden vielleicht auch einige interessant. Und im letzten Band, also in New Chances, geht es um ein Au-pair. Sie kommt halt auch nach Green Valley und verliebt sich dann halt in den Vater des Au-pair-Kindes. Und ach, ich liebe das ja, ne? Also ich weiß nicht, was bei mir irgendwie so ein schief gegangen ist, aber ich liebe das, wenn die Protagonisten in Büchern einfach Kinder haben. Ich glaube, ich stehe da halt einfach komplett drauf, wenn Männer gut mit Kindern können. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so evolutionstechnisch bei manchen Frauen so ist. Es würde ja Sinn ergeben, dass Frauen sich zu Männern hingezogen fühlen, die gut mit Kindern können. Also es würde na, von der Natur her Sinn ergeben. Vielleicht ist es auch so. Ich weiß es nicht. Schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Ich liebe das. Und ich liebe Sam einfach. Also ich habe jetzt meine Book-Boyfriends hier aus der Reihe definitiv gefunden. Es fällt mir sehr schwer, mich zu entscheiden, aber Noah, Sam, Ryan mochte ich auch richtig gerne aus dem ersten. Ich könnte mich echt nicht entscheiden. Schwierig. Was ich halt auch so richtig toll finde, ist, dass diese Bücher, die Typen sind alle relativ normal. Ich weiß nicht, ob ihr, also ihr könnt ja auch da mal gerne schreiben, was ihr mögt. Also ich glaube, stehe bei The Book Boyfriends sehr krass auch auf halt diese normalen Typen, also vor allem im Romance, die vielleicht nicht zu scheu sind, also jetzt nicht so dieser typische Nerd, aber die jetzt auch nicht der krasseste Bad Boy sind, sondern die einfach halt so der nette Junge von nebenan, der auch Humor hat, der charmant ist, der einfach ganz süß ist. So, das ist, glaube ich, der Typ, den ich bei Büchern einfach sehr, sehr gerne lese. Und den hat die Green Valley-Reihe auf jeden Fall bedient. Ich habe nämlich mit meinen Freundinnen darüber geredet, warum ich die Typen alle so gut fand. Und das war darauf haben wir uns geeinigt, weil die halt einfach sehr in diese Richtung gehen. Ich könnte euch jetzt noch sehr, sehr viel zu den Büchern erzählen. Also ich habe wirklich meinen Freundinnen alle vorgeschwärmt, die ganze Zeit von den Büchern, und mich gefragt, warum ich die all die Jahre quasi verpasst habe. Vor allem auch als Hörbuch fand ich es total schön. Also ihr dürft jetzt nicht was unfassbar Neues erwarten. Das ist jetzt keine Geschichte, die von krassen Plot-Twists oder sowas lebt. Ich könnte jetzt auch verstehen, wenn man mich so reden hört, dann denkt man, boah, ich möchte das lesen, hat voll die krassen Erwartungen und plötzlich denkt ihr, herber, so heftig fand ich es jetzt nicht. Ich glaube, ich mochte einfach dieses irgendwie normale, dieses unkomplizierte und dieses einfach richtig zurücklehnen und eine süße Liebesgeschichte lesen. Ich finde, man bekommt einfach genau das, was man erwartet, wenn man die Bücher anguckt. So würde ich das sagen. Außer jetzt bei mir. Ich konnte ja vorher nicht wissen, dass ich Kleinstadt im echten Leben zwar nicht mag, aber in Büchern dann doch ganz nice finde. Ach so, und der Vollständigkeit halber, das habe ich dann auch noch gehört, das ist so ein Zusatz. Band, der nur ganz dünn ist, habe ich auch als Hörbuch gehört. Fand ich auch richtig süß, obwohl ich sagen muss, dass ich gerne noch weiter gehört hätte. Also ich freue mich, es kommt nämlich noch ein Band raus von der Green Valley-Reihe, ich glaube im Winter. Und den werde ich dann definitiv auch sofort kaufen. Genau, was kam dann? Reihenfolge kann ich euch wieder nicht so richtig sagen. Ich schätze mal, Kiss Me Once war dann irgendwann dran. Und zwar habe ich ja Ende oder Mitte April bei der Buchhandlung Graf meine Bücher signiert, also von wo du uns findest. Und da habe ich Stella kennengelernt. Also Stella Tuck, sie war gleichzeitig mit mir dort zum Signieren und zwar für ihren neuen Fantasy-Roman. Und so eine krasse Fantasy-Leserin bin ich ja eigentlich nicht. Das eigentlich in Anführungszeichen, dazu kommen wir auch noch gleich. Und deswegen habe ich halt gedacht, okay, dann versuche ich mal was anderes von ihr. Und ich glaube, das war so ihr Durchbruchbuch, also mit dem sie damals halt dann auch bekannter wurde. Und deswegen habe ich dann Kiss Me Once gehört. Und auch das ist so eine Geschichte. Also Stella meinte, sie liest sehr, sehr gerne etwas mit Humor und was Leichtes, was man einfach so, wo man sich einfach wohlfühlt und zwischendurch schmunzeln muss. Und genau das, würde ich sagen, hat die Geschichte auch gegeben. In dem Buch geht es um unsere Protagonistin Ivy, die an eine ganz normale Uni gehen möchte, obwohl ihr Vater sehr vermögend ist und ihm das eigentlich gar nicht so recht ist.
Sie kann ihn aber dann irgendwie davon überzeugen, aber muss dafür einen Bodyguard an die Seite gestellt bekommen. Also sie muss es quasi akzeptieren, dass jemand auf sie aufpasst. Und was sie nicht weiß, ganz am Anfang, als sie sich begegnen, ist, dass das Ryan ist. Also sie treffen sich das erste Mal und wissen halt noch gar nicht, wer sie sind. Und später kommt das dann halt heraus. Ziemlich schnell kommt das heraus. Also es ist jetzt nicht so, als würde das ganze Buch auf diesem Missverständnis aufbauen. Das einmal vielleicht vorab. Und ja, es war einfach, also ich mochte es sehr, sehr gerne, diese schlagfertigen Dialoge, das Prickeln zwischen den beiden. Es ist eher Young Adult, was so den Spice-Faktor angeht, für diejenigen, die das vielleicht interessiert. Aber ich finde, das Kribbeln oder diese Leidenschaft zwischen den beiden, die Anziehung, die wurde trotzdem richtig gut klar. Das ist mir übrigens auch noch bei den Green Valley Büchern aufgefallen. Also die sind jetzt nicht wahnsinnig detailliert, aber ich hatte trotzdem bei jedem Buch das Gefühl, die Anziehung richtig spüren zu können. Und das finde ich auch richtig, richtig schön. Also für alle, die jetzt vielleicht sagen, sie lesen das gar nicht so gerne, aber möchten trotzdem diese Anziehung und dieses Prickeln haben und dieses ganz krasse Verliebtheitsgefühl, finde ich, sind die Bücher perfekt. Dann machen wir weiter. Das habe ich dann... genau, das war, weil ich ja, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, so viele Bücher gehört habe, habe ich mit Jenny einen Deal gemacht. Und zwar wollten wir endlich mal wieder etwas lesen. Wir haben gesagt, okay, wir haben jetzt in letzter Zeit immer sehr viel gehört und wir müssen auch irgendwann mal wieder lesen. Und deswegen haben wir dann eben diese Vereinbarung getroffen, wir werden jetzt ein Buch lesen. Ein New Adult Roman, einfach von vorne bis hinten. Und da habe ich mir den vielleicht irgendwann Band ausgewählt, also sie auch. Wir haben den dann halt quasi als Buddy-Read gelesen und hier geht es ja um das Formel-2-Thema und das fand ich auch richtig cool. Das gibt es ja auch, glaube ich, so noch nicht. Ich bin an sich auch gar nicht so die krasse Sport-Romance-Leserin, aber ich glaube, das liegt daran, dass ich mit den meisten Sport-Romance nichts anfangen kann, weil ich mit dem Sport nicht so viel anfangen kann. Also so Eishockey oder irgendwie sowas, das ist so weit entfernt. Damit habe ich mich im echten Leben noch nie beschäftigt. Formel 2 zwar auch nicht wirklich, aber ich glaube, dadurch, dass das dann halt dieses deutsche, also München-Setting hatte, fühlte sich das halt ein bisschen näher an. Und hier fand ich das dann halt richtig, richtig cool. Ihr müsst auch jetzt keine besondere Begeisterung für Formel 2 haben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das halt zu krass im Fokus ist. Er ist halt Formel 2-Spieler, Fahrer, aber er könnte halt auch eigentlich alles andere sein. Es geht eher so um dieses Berühmtsein und um, dass er halt irgendwie ein bekannter Sportler ist. Es ist Fake-Dating, also die beiden lassen sich am Anfang auf eine Beziehung ein, eben aus finanziellen Gründen von ihrer Seite aus. Und genau, und dann entsteht da halt eben auch diese Anziehung. Genau, was kam dann? Achso, ja, genau. Und zwar als Hörbuch dann nochmal was gehört. Das war ein Reread. Und zwar hat Ayla mich gefragt, ob wir das zusammen hören wollen. Und dann haben wir das halt auch quasi so im Buddy, ich glaube, sie hat es gelesen, ich habe es gehört, Selection. Nur den ersten Band. Ich hätte eigentlich noch direkt weiterhören können, denn wusstet ihr, dass dieses Hörbuch einfach verdammt kurz ist? Ich glaube, es sind nur 5 oder 6 Stunden gewesen. Und da ich ja alles auf doppelter Geschwindigkeit höre, war ich super schnell durch. Ich mochte die Bücher damals schon richtig, richtig gerne. Was ich halt krass finde, ist, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie einfach die geschrieben sind. Also die sind wirklich so richtig, richtig nicht so verschnörkelt geschrieben, sondern sehr, sehr jugendbuchmäßig. Ich glaube, als ich das damals gelesen habe, ist mir das noch gar nicht so aufgefallen, vielleicht weil ich auch noch jünger war. Hat mich jetzt beim Hören nicht gestört. Also ganz im Gegenteil, beim Hören fand ich das super easy. Ich habe es einfach runtergehört und es war super krass kurzweilig. Aber ich fand es halt spannend, dass ich das ganz anders empfunden habe. Ich hätte hier auch direkt, wie gesagt, noch weiterhören können, aber ich wollte dann doch noch irgendwie lieber was von meinem Sub lesen, anstatt jetzt die ganzen Sachen nochmal zu rereaden. Was ich hier allerdings diesmal gemerkt habe, ist, wie sehr America, also die Protagonistin, dieses Ich bin nicht wie die anderen Mädels quasi in sich trägt. Also quasi alle Mädels wollen berühmt werden, sie ist aber nur da, um ihrer Familie zu helfen. Und der Ruhm ist ihr dann eigentlich egal und alle sind von dem Prinzen so richtig, oh mein Gott, das ist der Prinz, aber ihr ist der Prinz eigentlich egal. Also sie gibt halt schon manchmal so diese Vibes, die ich heute manchmal ein bisschen schwierig finde, weil es halt anderen Frauen das Gefühl gibt, dass sie nicht so okay sind, so wie sie sind. Also dass andere Frauen irgendwie runtermacht. Aber dieses Buch ist ja auch schon ein bisschen älter und von daher kann ich da auch gut drüber hinwegsehen. Und was ich auch heftig finde, aber das wurde in dem Buch auch kritisiert, also sowas wie, dass sie halt für den Prinzen noch rein sein muss. Das wird wie gesagt auch aufgegriffen in dem Buch, dass das extrem schwierig ist. Aber ich finde das heftig, weil mir das damals, glaube ich, nicht so richtig klar war, welche Regeln halt in diesem Königreich gelten. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, worum es geht, es ist so ein Bachelor-Verfahren, also quasi der Prinz sucht eine Frau
Und man kann sich halt auch um sein Herz bewerben und ist in diesem Auswahlverfahren drin. Und jeder, der sich bewirbt, muss aber halt noch unangetastet quasi sein, weil das ja für eine Frau ganz schwierig ist. Ja, wie gesagt, es wird in dem Buch auch kritisiert, aber ich finde es so heftig, dass es mir damals gar nicht richtig aufgefallen ist. Gut, dann noch zwei Bücher, und zwar, die habe ich auch beide gelesen. Bitte seid stolz auf mich. Elternabend von Sebastian Fitzek. Und könnt ihr mir bitte einmal ganz kurz bewundern, dass ich ein Buch zugeschickt bekommen habe mit einer persönlichen Unterschrift. Und zwar habe ich das von dem Management bekommen von Fitzek. Also es ist kein Thriller, einmal für diejenigen, die das vielleicht noch gar nicht so richtig mitbekommen haben. Er bringt jetzt ja seit letztem Jahr auch Romane raus. Und hier geht es um einen Elternabend. Also der Ursprungskonflikt ist, dass ein Mann, der ein Auto klauen möchte und sie halt auch dort unterwegs war, ich will euch nicht zu viel verraten, auf jeden Fall müssen sie beide vor der Polizei fliehen und laufen weg und geraten aus Versehen unter eine Ansammlung von Eltern, die zu einem Elternabend gehen wollen. Und dadurch müssen sie plötzlich in ein Schauspiel mitspielen, dass sie die Eltern von einem Jungen aus dieser Klasse sind. Denn seine Eltern sind halt eben nicht anwesend und sie spielen dann quasi so ein Rollenspiel und tun so, als wären sie seine Eltern. Und das Buch ist unerwartet ernst geworden, aber obwohl ernst ist auch nicht das richtige Wort. Es beinhaltet ein ernstes Thema. Das steht auch vorne drin. Das ist nochmal so ein Hinweis vorne drin. Aber es ist, würde ich sagen, nicht auf diese ernste Art und Weise geschrieben, sondern es ist halt schon der typische Fitzek-Humor drin. Ich würde sagen, man merkt halt schon, dass es ein Fitzek ist. Es ist kein Thriller-Fitzek, aber es ist eindeutig ein Fitzek. Also ich könnte es einfach rauslesen. Weil wie gesagt, es passieren so viele Dinge. Es sind für einen Roman unverhältnismäßig viele Plot-Twists drin. Es sind halt auch immer so seine ganz typischen Wortwitze, die halt auch in seinen Thrillern drin sind und die man auch aus seinen Danksagungen kennt. Ich persönlich muss sagen, dass ich seine Thriller einfach lieber lese. Ich glaube, weil ich es da irgendwie noch passender quasi empfinde. Bei den Thrillern habe ich das Gefühl, die Dosis ist für mich angenehmer als bei dem Roman. Aber ich würde auch seinen nächsten Roman wieder lesen. Und ich finde, dass die trotzdem eine extreme Sogkraft haben, weil halt eben so vieles passiert, mit dem man nicht rechnet. Was ich aber dazu sagen muss, und das ist auch vielleicht etwas, was man wissen sollte, wenn man noch nie einen Fitzek gelesen hat, was ja auch immer wieder bei seinen Thrillern kritisiert wird. Also natürlich, es kann alles passieren und nichts ist noch nie passiert. Von daher kann natürlich auch diese Geschichte stattfinden, aber es ist halt teilweise schon ein bisschen konstruiert. Stört mich beim Lesen aber halt gar nicht, weil ich ja unterhalten werden möchte. Könnte ich mir vorstellen, wenn man es eben noch nie gelesen hat und es halt selber nicht so mag, dass man dann halt das vielleicht nicht so feiert. Das will ich eigentlich nur dazu sagen, damit man mit den richtigen Erwartungen dran geht. Okay, und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Highlight des Monats. Leute, was soll ich sagen? Das ist das Highlight meines Jahres bisher gewesen und es ist auch wirklich ein Highlight aus den letzten Jahren, glaube ich. Und ihr werdet es definitiv nicht glauben. Und also doch, ihr werdet es glauben, wenn ihr mir auf Instagram folgt, aber sonst werdet ihr es nicht glauben. Wir waren ja auf Mallorca. Also ich war mit meinen Schreibfreundinnen dort und der Hype war überall und meine Schreibfreundinnen wollten es unbedingt lesen. Und ich muss sagen, dass es mich komplett kalt gelassen hat. Also ich lese ja super selten Fantasy und ich weiß einfach, dass mich das in den meisten Fällen nicht catcht, weil es mir zu kompliziert ist und ich irgendwann ab einem gewissen Punkt nicht mehr hinterherkomme. Mit diesem ganzen Weltenbau und den ganzen verschiedenen Namen und Fähigkeiten. Ich finde es immer geil. Ich würde es auch so gerne lieben, aber ich check's einfach oft nicht. Ist auch nichts, worauf ich stolz bin. Das ist halt einfach so. Auf jeden Fall haben dann alle von Fourth Wing gesprochen. Und ich noch so, ach, ich weiß nicht, warum ihr das alle lesen wollt. Das werde ich mir auf gar keinen Fall kaufen. Ich war dann aber zu Hause und irgendwie, als sie dann alle angefangen haben, das auch zu lesen, habe ich mir gedacht, ich werde mal reinlesen, beziehungsweise ich werde mal reinhören. Habe die ersten 10 Minuten des Hörbuchs gehört und dachte mir, boah, ich finde es eigentlich richtig gut. Dann habe ich die Leseprobe noch gelesen und dann fand ich es so gut, dass ich es einfach lesen musste. Dann habe ich die erste Stunde, glaube ich, als Hörbuch gehört, bis mein Buch angekommen ist. Also ich hatte das dann halt eben bestellt und es dauerte dann halt ein bisschen, bis es angekommen ist. Und also einen Tag, glaube ich. Aber das kam mir vor wie eine Ewigkeit. Und als es dann ankam, habe ich sofort angefangen zu lesen. Habe es auch direkt meinem Freund empfohlen. Der hat sich es auch als Hörbuch runtergeladen. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin jetzt gestern damit durch. Es sind 700 Seiten. Das ist für mich wirklich krass, dass ich das so schnell gelesen habe. Vor allem, weil es halt eben Fantasy ist. Vor allem, weil ich in letzter Zeit so gut wie nichts mehr gelesen, sondern immer alles gehört habe. Aber ich habe dieses Buch einfach geliebt. Und ich glaube, dass es schon noch was damit zu tun hat, dass es eben Fantasy ist. Und ich auf der einen Seite ist es natürlich schwierig, mich mit Fantasy zu beeindrucken, weil ich es halt so selten lese. Auf der anderen Seite ist es aber auch einfacher, weil ich es so selten lese. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe halt nicht so viel Vergleich, aber ich bin halt auch nicht so schnell zu beeindrucken, weil es eigentlich gar nicht mein Genre ist. Ich habe es aber hier einfach alles verstanden. Es war durchgehend spannend. Es ist immer etwas passiert.
ich kam mit allen Namen klar. Oh mein Gott, das ist für mich schon, allein das ist schon wirklich krass. Obwohl das Buch nicht, es ist nicht komplex. Aber ich habe es einfach gecheckt. Ich habe es einfach geliebt, Leute. Was soll ich dazu sagen? Ich habe die Protagonistin geliebt, ich habe den Protagonisten geliebt. Er ist einfach, okay, meine Eierstöcke haben ihn geliebt. Sind wir mal ehrlich. Mein Freund war irgendwann genervt davon, dass sie halt immer wieder in dem Hörbuch sagt, er ist so ein Arschloch, aber ich finde ihn so attraktiv. Ich habe es gefeiert, weil ich es einfach auch so gefühlt habe. Was soll ich noch sagen? Worum geht's überhaupt? Worum geht's? Jetzt mal ganz, ganz kurz gesagt, geht es um eine Welt, in der sich zwei Länder eines Kontinents bekriegen oder zwei Gegenden bekriegen. Und es braucht diese Drachenreiter, die dann halt das eine Land vor dem anderen beschützen. Und man kann sich als Drachenreiter ausbilden lassen. Das ist aber sehr, sehr gefährlich. Und unsere Protagonistin ist kleiner und dünner als alle anderen und wollte das eigentlich auch nie. Aber ihre Mutter ist eine sehr hohe Politikerin und wollte quasi die Familienehre retten und hat sie deshalb mehr oder weniger gezwungen, da teilzunehmen. Und sie kommt dann halt an diese Schule und muss halt lernen, Drachenreiterin zu werden. Und auf der anderen Seite ist der Protagonist, der zwar in dem gleichen Lager ist wie sie, also eigentlich offiziell müssten sie, kämpfen sie gegen den gleichen Feind. Das Problem ist aber, dass die Familien schon aufgrund einer längeren Geschichte miteinander verfeindet sind. Und es ist halt wirklich dann mal ein krasses Enemies to Lovers gewesen, weil halt wirklich dieser Todeshass am Anfang ist, aber auch diese Todesanziehung, die ich gespürt habe. Und ich lag abends im Bett und dürft mich gerne auslachen, aber ich konnte nicht einschlafen und ich habe zu meinem Freund irgendwann nur noch gesagt: Was denkst du, wie groß ist so ein Drache? Ich möchte auch einen Drachen. Kannst du mir auch einen Drachen holen? Ich war wirklich so in der Geschichte drin, dass ich ihn gefragt habe, was für einen Drachen er gerne hätte, was er denkt, was für einen Drachen er bekommen würde, welchen Drachen er mir zutrauen würde. Und er lag da einfach nur und dachte sich wahrscheinlich, ich will schlafen. Aber er hat immer alle Fragen beantwortet. Und es gibt so einen kleinen goldenen Drachen. Da muss er mir auch sagen, wie süß er den findet. Und ihr merkt, ich gehe einfach voll in der Geschichte auf. Mann, ich will ja jetzt auch nicht noch weiter drüber reden, weil dann werde ich noch trauriger, dass der zweite Band erst am 1.12. erscheint. Und ich sag's euch, ich war wirklich sehr selten so kribbelig, dass ich irgendwo saß und gedacht habe, ich muss jetzt weiterlesen. Ich kann sonst nichts mehr machen. Ich bin halt wirklich mit meinem Freund, wir waren im Park und haben gelesen. Auf dem Rückweg bin ich so zurückgelaufen und er musste mich am Arm festhalten und mich dann halt so lenken. Ich glaube, das sagt alles aus. Aber ich will auch die Erwartungen nicht zu hoch schrauben, obwohl das habe ich jetzt eh schon gemacht. Denn wie gesagt, ich habe nicht so viel Vergleich, Fantasy. Aber lasst mich einfach, okay? Lasst mich einfach dieses Buch lieben. Es wird insgesamt 5 Bände geben. Und wenn es so ist, also der ist ja jetzt im Juni erschienen, der zweite kommt im Dezember. Und wenn die im halben Jahr, also im Abstand von einem halben Jahr erscheinen, dann kommt der letzte Band erst im Juni 2025 raus. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das schaffen soll. Ganz ehrlich. Ich hoffe, dass irgendjemand den Schmerz fühlt. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Dann sind wir in unserem Schmerz verbunden. So, das war's mit dem Video. Ihr könntet meinen Schmerz ein bisschen lindern, indem ihr mein Buch vorbestellt. Der dritte Band bei der Buchhandlung Graf läuft noch eine Signieraktion. Und ihr könnt es aber ansonsten natürlich auch in jeder anderen Buchhandlung bestellen. Ich freue mich da sehr, sehr, sehr drüber. Es wird wieder eine Charakterkarte in der ersten Auflage geben, überall, wo ihr bestellt. Die habe ich aber noch nicht gepostet. By the way, die existiert auch noch gar nicht. Die wird noch gemalt. Und der Farbschnitt ist natürlich in der ersten Auflage auch wieder dabei. So. Alles Wichtige gesagt. Mir ist extrem heiß. Ich glaube, ich habe mich zu sehr in Rage geredet. Ich werde mich jetzt mal wieder an mein aktuelles Manuskript setzen und weiterschreiben. Übrigens habe ich Bock, jetzt Fantasy zu schreiben, seitdem ich das Buch gelesen habe. Aber vielleicht sollte ich es nicht übertreiben. Ich darf mich weniger von meinen Impulsen steuern lassen. Erstmal wird das aktuelle Projekt fertig geschrieben. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!